So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich nutze Schrauben und Muttern. Wo bekommt ihr die Muttern am schnellsten her? Richtig, ganz einfach beim NPC, nämlich vom Rick. Der verkauft immer 10 Stück, aber ich denke mal, das Problem ist, der wird jetzt wieder stark besucht sein. Da war ja schon mal eine Aufgabe da. Deshalb ist es jetzt so ein bisschen eine Glückssache, ob ihr das wirklich so schnell hinkriegt, wie ich mir das jetzt vorstelle, aber ich denke mal nicht, denn meine Teammates fliegen gerade auch mit dahin. Und des Weiteren, wenn ihr das nicht schafft, haltet einfach die Augen auf nach einer ganz normalen, sagt schon, Werkzeugkiste, eine rote. Ja, ihr seht schon, die Gegner sind da. Gut, er baut sich schon die Waffe. Ich wette, er lässt uns auch nicht am Leben, oder? Ja, ihr seht schon, da sind die Schrauben. Nicht mehr vorrätig, ist klar. Ja, den Kill habe ich noch hingekriegt, Weltklasse. Aber dort bekommt ihr halt die Schrauben. Ist natürlich jetzt gerade ein bisschen schwierig. Man kann es natürlich auch im Solo-Modus machen. Wenn ihr dort einen wegholt, er hat noch die Schrauben im Inventar, dann könnt ihr ihm so die Schrauben natürlich klauen. Ist natürlich auch eine Variante. Also, ich setze mich jetzt erstmal hin. Versuch hier irgendwo random irgendwelche Schrauben zu finden, weil ich denke mal, hier beim NPC wird es echt verdammt schwierig jetzt erstmal. Wenn ihr das Video ein bisschen später seht, also nicht gerade heute am Donnerstag, wo das Video rausgekommen ist, dann werdet ihr das auf jeden Fall einfacher hinbekommen. Nicht unbedingt ganz einfach, aber es wird einfacher sein. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch schon mal wieder mit dem Video. Ach, guck, hier haben wir so eine Kiste. Wunderbar, genau so wollte ich das doch haben. Zack, und dann geht ihr hin, benutzt die Schrauben und schon haben wir eins von drei. Von diesen Kisten hier müsst ihr dann halt einfach drei Stück finden und dann habt ihr die Aufgabe auch geschafft. Beziehungsweise, ihr seht es gerade, Tagesaufgabe hatte ich auch damit. Und in dem Sinne, haut herein.